willkommen zum Attic Club Radio für das Interview zu der Ausgabe Nummer 102. Und heute haben wir Nikita Joyce da. Grüß dich. Hi. Hi. Man sieht es ja bei dir auf dem T-Shirt oder auf dem Pulli auch. Du gehörst zur Abfahrt. Ja. Auch. Seit neuesten. Der Sirion war ja auch schon hier. Ich selber habe ja dort auch schon mal gespielt und so weiter. Und Flachdach war ja auch schon da. Erzähl mal, wie bist du zu den Jungs gekommen oder zu dieser Community, nenne ich mal. Ja, das ist ganz einfach. Der Titchy Twister, wo ich seit einem Jahr mal wieder so ein bisschen mit Musik mache. Mhm. Irgendwie sind wir verknüpft worden. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja. Ein Kumpel war da und hat die mitgebracht, die Jungs, den Flachdach und so. Und dann habe ich die kennengelernt. Ja, und dann haben die halt gehört, wie ich auflege und fanden das ganz gut. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie so mit reingerutscht. Ne? Ja, schön. Durch die ganzen netten Jungs. Ne? Ja. Ist ja auch ein netter Verein. So, ne? Definitiv, definitiv. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Titty Twister. In Friedrichsdorf ist das ja. Genau. Wie bist du da dran gekommen? Oder bist du da auch Resident? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube schon ein wenig. Ja, den Roland, den kenne ich ja auch schon 25 Jahre. Okay. Ich gehöre ja schon ein bisschen zum älteren Eisen. So. Und ja, und letztes Jahr sind wir irgendwie wieder in Kontakt gekommen und haben wieder ein bisschen öfters was zusammen gemacht. Ja. Und kurz danach habe ich auch schon das Abfahrtteam kennengelernt. Okay, ja. Und dann hat sich das so ein bisschen miteinander verknüpft, ne? Genau. So. Ja, schön. Ja. Super. Du hast gerade gesagt, du gehörst schon zum älteren Eisen. Mhm. Legst du denn auch schon so lange auf dann? Oder wie lange legst du schon auf insgesamt? Ja, ich habe vor 20 Jahren so angefangen. Okay. Also eigentlich mehr als Hobby bis jetzt. Mhm. Ne? Also. So lange bin ich auch noch nicht regelmäßig dabei, dass ich jetzt, wer weiß, wie viel dahinter gestanden habe. Mhm. Das hat sich halt immer so spontan ergeben. Ne? Also ich bin so in der Techno-Szene ja, durch Paderborn, Bielefeld, eigentlich durch alle Clubs so verknüpft mit den ganzen Menschen. Mhm. Und ja. Gut, die Szene ist relativ klein. Die Szene ist relativ klein, ja. Ja. Ja, auch mal hier und da dann auch mal ein bisschen Musik gemacht, so im Königskeller oder... Ne? Dem Plaska zum Beispiel zusammen, ja, kenne ich auch ganz gut. Oder und so weiter, ne? Ja. Beim Bauland war ich auch ganz oft auf Party. Okay. Und ja, so, also Techno verbindet ja die Menschen. Ja. Und da ist die Welt ja doch dann ganz klein, ne? Wenn man lernt man ja ohne Ende die Menschen kennen. Definitiv, definitiv. Weil, ja, irgendwann kennt man fast eigentlich. Kennt man alle. Ne? So. Das ist so, also zumindest die regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen sind oder da irgendwas mit zu tun haben. Wie sieht das bei dir aus? Was für einen Sound spielst du? Oder worauf können wir uns heute Abend freuen? Ja, ich habe heute ein bisschen Techno mitgebracht. Mhm. Generell eigentlich alles, was Spaß macht. Okay. Also ich, wie gesagt, im Titty Twister auch Haus auf. Okay, ja. Ich bin auch in einem Projekt vor Corona gewesen, Goa. Also ich bin da eigentlich ganz breit gefächert, ne? Alles, was Spaß macht eigentlich. Ja, ja. Ich habe mich da bis jetzt noch nicht so festgelegt, ne? Eigentlich. Goa wäre auch mal was. Goa wäre auch cool. Hat man nämlich hier noch nicht, deswegen. Also, das wäre vielleicht auch mal so eine, ja, so gerne. Eine Sache. Das heißt also Techno in der Richtung, also passt ja super hier hin. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen kurz gequatscht und. Da sagte ich ja, du hast einen DJ-Namen, Nikita Joyce, ist ja nicht dein richtiger Bürger. Richtig. Wie setzt sich der zusammen oder wie bist du drauf gekommen? Ja, Nikita, das war einfach Spitzname, ne? Okay. Weil ich heiße ja Nicole. Okay. Liegt ja dann auch nicht so weit weg. Und Joyce ist einfach, ich habe eine Nichte, eine einzige. Mhm. Und die heißt Yasemina Joyce und da habe ich einfach den zweiten Namen genommen, weil ich den einfach toll fand. Ja, schön. Ja. Das ist eigentlich ja, cool. Ganz einfach. Ja, perfekt. Sehr geil. Du wirst heute digital spielen, aber auch mit CD viel, ne? Ich habe CD ja von allen ein bisschen was mitgebracht, ja. Super. Ja, ich freue mich gleich tierisch auf deinen Sound und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch.
Und wenn ihr sonst heute Abend noch nichts vorhabt in Herford, also hier bei uns in der Region, ist heute Abend die Safari. Ist immer ein schönes Techno-Event mit Pappenheimer ist da, Fatima Haji ist da und Nadine Fehn mit ihrem Label Klangtrauma, die haben einen eigenen Floor, die haben Wax 10 sogar noch da und deswegen kommt vorbei, mich werdet ihr gleich auch auf jeden Fall wenn dort sehen, wenn ihr möchtet, wenn nicht, müsst ihr die Augen zumachen. ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, nächste Woche am Freitag haben wir dann im Franz Ferdinand unsere Zwei-Jahres-Party. Müsste, glaube ich, da oben irgendwo eingeblendet sein. Und da ist Sirion auch von der Abfahrt, ist auch dabei. Und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr vorbeikommt und mit uns dann die bestehenden zwei Jahre feiert. Alles klar, ich wünsche euch ansonsten viel Spaß gleich mit dem Set von Nicole. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Stay rave.